Grimma, Ortsteil Roda. Am 10. Juni um 16.45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Nähe von Mutschen gerufen. Schon von Weitem war eine große Rauchentwicklung sichtbar. Eine Scheune stand komplett in Flammen, in dieser wurde Holz, Baumaterialien und Baumaschinen gelagert. Die Scheune brannte komplett nieder und die darin abgestellten Maschinen wurden zerstört. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden zudem mehrere Fenster des gegenüberliegenden Wohnhauses beschädigt. Verletzt wurde niemand. Auch Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger machte sich vor Ort ein Bild. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig mit einem Betrag im niedrigen sechsstelligen Bereich beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Branddeliktes aufgenommen. Etwa 80 Einsatzkräfte der Wehren aus dem Grimmer Gemeindegebiet sowie Trebsen als auch Polizei, Rettungsdienst und Katastrophenschutz waren vor Ort.